Hallo Freunde, willkommen zum letzten Tag des Sturmangriffs. Alles sehr schnell, 5 Sterne, gelb ist gesperrt. Es ist ein schöner Tag, weil heute ist Rush vorbei. Und dann können wir uns wieder den Sachen widmen, wo man wieder Skill braucht und nicht so viel Glück. Gucken wir auf A. Ja, das ist doch auch schon der Gruftpilz. Es ist doch auch schon wieder so eine Sache. Da kannst du mir doch sagen, warte mal. Das ist sehr schön hier. Es ist doch so ein Drecksmodus, das siehst du doch allein da schon dran, dass ich eine 80%ige Def habe mit einem 3-Sterne in einem 5-Sterne-Turnier. Wie hohl ist das? Wie hohl ist das einfach? Ja. Und ich habe das Video übrigens von hier. Tortu Mini gesehen. Im Endeffekt war es so, für diejenigen, die es halt nicht kennen, ja, manche haben es gesehen, weil der Link wurde von Gaston dann unter den Kommentaren gepostet. Das Board war nicht gut. Er hatte 3 rote, Sock, Mickey. Ich weiß nicht mehr, ob es Mickey war, keine Ahnung. Jedenfalls hat er einen Sock geladen. Hatte aber schon ein bisschen was hier in Krampus reingespielt, in die Herrin und in Tree Evil, glaube ich. Und hat dann mit Sock ist er auf Krampus gegangen, hatte 3 rote Steine unter der Herrin. Die hat er aber nicht weggekriegt, Herrin hat ausgelöst. So, und dann ging das ganze Dilemma los, Board war nicht gut. Ich hätte vielleicht Sock auf die Herrin und dann mit den roten Steinen die Herrin rausgehauen. Ob es am Ende was gebracht hätte, keine Ahnung, das Board war wirklich nicht gut. Und im Endeffekt war es dann die Kombination Tree Evil und Zenan, der dann am Ende ausgelöst hat. Und dann war alles vorbei. Ja. Es ist halt dumm. Ja? Stell mal 3 Sterne in irgendeinen anderen Modus für 5 Sterne. Da hast du eine E-Defensive, da geht nichts dann. Aber hier, bei Rush, ist alles möglich, ja, weil da brauchst du keinen Skill. Ja, mal sehen, ob das funktioniert. So, was natürlich interessant ist, dass in den Kommentaren wurde gesagt, ich sollte ja gegen Alfrike, könnte ich mal Grasul mitnehmen. Mache ich ja im Krieg eigentlich immer. Hier habe ich es bisher jetzt nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich will eine Dreierfarbe praktisch haben, um ein bisschen, um den Steinschein ein bisschen zu machen. Ich meine, ja, sagen wir mal ehrlich, es sind 3 Sterne, es sind 4 Sterne und ein 5 Sterne auf 370, da ist nicht viel Steinschaden, ja. Aber es ist halt so, eine Grasul kann das zwar blocken, aber wenn ich die Lilanen kriege, dann sind alle 3 Lilanen, die ich dabei habe, auf ihre Weise bombastisch für einen Rush. Er nimmt 3 raus. Er verlangsamt Angriff runter, Defensive runter. Er ist sowieso eine Nummer für sich hier, ne? Und sie nimmt einen komplett raus. Loki zum Kopieren. In dem Fall könnten wir Tree Evil kopieren vorher. Wir könnten ausweichen. Wir könnten hier Schaden machen mit Asla. Und die Mutter zum Wiederbeleben. Es ist eigentlich keiner da drin, den ich persönlich rausnehmen würde mit gutem Gewissen und sagen würde, da ist jetzt Grasul richtig. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Tue ich mich schwer mit, da jemanden rausnehmen, vor allem, wen sollte ich rausnehmen? Jemand, der 3 komplett mit Mana rausnimmt? Schwierig. Jemanden, der ein Game Changer ist? Auch schwierig. Jemand, der einen komplett rausnimmt, dass ich ghosten kann? Schwierig. Vor allem, wenn ich halt die beiden gleichzeitig habe, kann ich im Optimalfall 4 Helden rausnehmen. Ja? Deswegen tue ich mir da echt mit Grasul echt schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen weiß ich nicht. Ganz ehrlich, weiß ich wirklich nicht. So. Rot. Bringt uns Lila zusammen. Machen wir das mal. So, Tree Evil ist gleich schon am Start. deswegen müssen wir mal gucken, dass wir
Vielleicht die Grünen spielen in der Hoffnung, hier Lila zu kriegen, dann sind wir safe. Dann löst er zwar aus, aber wir haben unsere auch. Das ist die einzige Möglichkeit, wo wir ein Lila Match kriegen könnten. Wenn das nicht passiert, haben wir ein Problem. Okay. Okay. Schwein gehabt. So. Okay. Überleben auch alle. So. Wir haben hier vier Lilane. Also erstmal machen wir True Evil mal. Macht keinen Damage, ja, ist jetzt nur hier für die, damit die die gleiche Freude haben wie ich. So, wir können. Jetzt ist nämlich die Sache, wir können jetzt eine Seite komplett lahmlegen mit Proteus. Und einen rausnehmen. Mach schon mal die Mutter an. Ein bisschen Heilung jetzt. Die Frage ist, wer ist am gefährlichsten? Kann auch nicht am Rand irgendwie ghosten oder so. Frage ist, was wird mein nächster Schritt sein? Die Bordbewegung in der Mitte höchstwahrscheinlich. Und das war jetzt dumm. Das war jetzt eigentlich dumm. Weil ich spiele jetzt theoretisch in ihn rein. Also, wenn ich ihn rausnehme, spiele ich in ihn rein. Und das war hohl. Ich hätte die Seite hier blockieren sollen. Weil jetzt, wenn ich ihn rausnehme, dann spiele ich die Lilanen rein. Und dann ist Killhase geladen. Eigentlich müsste ich Killhase rausnehmen. In ihn reinladen, weil er macht nicht so viel Damage. Und den Defense Down haben wir sowieso. Aber sein Defense Down ist kürzer. Nur drei Züge mit 34. Ja, gut, dann machen wir das so und so. Muss ich ihn jetzt gleich erstmal einmal einstecken. So, okay. Machen wir erstmal hier dicke Bewegung auf der Seite. Okay, gut gelaufen. Okay, so, True Evil an. Ich würde sagen, Loki machen wir mal hier rüber. Der Burn-Schaden, der ist ja zum Glück nicht an meinen Angriff gekoppelt, ne? Das ist der Vorteil. Ne, wir blocken euch auch nochmal und nehmen Morell raus. Und machen jetzt den Diamanten. Und am Ende habe ich es dann noch gut hingedeichselt, aber ich weiß nicht, ob man das hätte besser spielen können noch am Ende. Weil dieser Mana-Slowdown ist immer noch da. Er ist einfach immer noch da. Das ganze Match vorbei, aber Mana Slowdown ist immer noch da. Defense Down ist auch noch da. Achso, das war ja der von Morell. Okay. Ach komm schon. Ernsthaft? Okay. Dux. Das tut mir leid, Dux. Alter, wo kam der her? Okay, kenne ich nicht. Okay. Ja, guck dir das an. So, jetzt ist auch die Sache. Jetzt ist auch die Sache. Rasul, ja. Macht Sinn. Macht wirklich Sinn. Gebe ich zu. Problem. Dann nehme ich Proteus raus. Der könnte, wenn ich ihn geladen kriege, die Seite komplett lahmlegen oder die Seite komplett lahmlegen oder die Mitte. Nehme ich Lepiota raus.
Habe ich in dem Fall keinen, wo ich jetzt Krampus mit rausnehmen könnte. In dem Fall würde ich jetzt sogar Seeschatt mitnehmen, ja, weil dann haben wir wieder die Konstellation, wenn er geladen ist und irgendeine von den Alfrikes oder Mutter Nord ist geladen, dann können wir mit Seeschatt draufgehen, weil Seeschatt und Lepiota sind gleichzeitig geladen. Nehmen wir das Verspotten runter und können mit Lepiota dann jemanden rausnehmen. Deswegen ist jetzt Tree Evil mal raus. Guck mal hier. Bald ist er soweit. So. Wir werden das jetzt auf diese Art machen. Und dann einfach mal gucken, ob das so hinhaut. Grasul, ja, wäre zum Schutz sehr gut. Das mache ich aber auch eigentlich, wenn dann wirklich nur im Krieg, weil da habe ich nicht so viele, so viel Proteus, keine Ahnung, dass ich das immer so machen kann. Hier kann ich mit dem gleichen Team spielen. Das ist eine andere Konstellation als halt im Krieg. Und da nehme ich halt immer Grasul mit zum Schutz. Ja, dafür sind die auch gelevelt worden und gar nicht. Aber in dem Turnier, wo ich jetzt beliebig oft die gleichen Helden nehmen kann, ist das meiner Meinung nach eigentlich eine sehr gute Konstellation. Loki kann ich hier in dem Fall gar nicht rausnehmen. Ne? Wir müssen jetzt gucken, dass wir Loki kriegen. Ja, pff, okay. Das ist jetzt, hier ist jetzt die Kunst, das Board zu bewegen, ohne dass viel passiert. Das ist schwierig. So, wenn ich den mache, den blauen, geht's in lila. Hier kann ich nicht sehen, ob grün oder gelb nachkommt, ne? Kann ich nicht beurteilen. Wenn ich den spiele, dann ist Alfrike geladen. Das können wir erstmal so vergessen. Aber ich kriege auch meine sechs blauen, wenn ich den hochspiele, also die drei hier rein. Dann setzt sich der grüne hier hin, der blaue ist hier. Und ich kann hier hochspielen und dann geht das in lila. So. So. Hoffe ich auf keine. Ka Okay, puh. Rein gehabt. So. Okay, vorne Alfrike wird getroffen. Sehr gut. Jetzt habe ich hier vorne ein bisschen Zeit. Jetzt werde ich die dicke Combo machen. So. Mach ich dich ruhig schon mal an. Wir spielen die lilanen. Gebe ich zu, das habe ich nicht gesehen, aber war gut. Perfekt gelaufen. Mindless Attack noch ein Zug. Okay. So, ich kann mit Seeschat die Mutter rausnehmen. Dann sind wir erstmal safe. Dann kommt keine Alfrike wieder. Sollte Priorität sein. Okay, anderer Plan. Wir können, wenn wir die Alfrike rausnehmen, ghosten. Na, also mit Lepiota rausnehmen. Wenn ich, weil, die Sache ist, ich werde diese Seite hier blockieren. Die ist ja noch gar nicht geladen, ne? Wir werden diese Seite blockieren. So, dann ist Alfrike schon mal raus. Jetzt werden wir mit Lepiota Alfrike hier rausnehmen. Dann können wir hier ghosten und haben unsere ganzen Lilanen wieder am Start. Also, schau. So. Ja, er wird jetzt gleich, ist er jetzt wieder fertig. So. Jetzt können wir, machen wir das so, dass wir hier auf die Seite gehen. Die hält Stand, ist aber nicht schlimm, weil ich wollte, dass das Gift drauf kommt. Dass sie keinen Mana kriegt, das ist mir jetzt gerade völlig wurscht. Wir können noch mal Minions machen. So, und jetzt ist die Frage, wir können Krampus rausnehmen und die Herrin killen. Würde ich fast sagen, ne? Ich überlege, ob ich Lepiota. Nee, ich glaube, Lepiota lasse ich mal noch, weil ich habe noch nicht genug Lila, um wieder mich aufladen zu können. Ich werde nämlich, weil das ist nämlich der nächste Move, den ich vorhabe, die gelben, das geht in blau. Ja, wenn ich jetzt Krampus rausnehme, geht das alles in die Mutter rein. Und bei meinem Glück kommt dann eine Combo und dann stirbt sie doch nicht. Na, deswegen lassen wir Krampus. Wir können theoretisch.
Mit Seeschat. Ja, Seeschat lasse ich mir auch mal noch. Perfekt. Ach, ich dachte schon. Das wäre es gewesen hier. Die Kombo. So, wir kriegen hier wieder 4. Heißt, dann Alfrike theoretisch kopieren mit Loki. Noch 2 Züge im Abgrund. Ja, komm, machen wir mal. Okay. Jetzt können wir uns eigentlich hier um Krampus mal kümmern. Drecksack. Ah, du Drecksack, ey. So, dann schicken wir die Alfrike in den Abgrund, machen jetzt den Diamanten. So. Gucken wir mal, wie viele Cubes jetzt in sie reingehen. Wahrscheinlich alle in sie, oder? Ah, doch nicht, nur 2. Okay. Gut. Ja, jetzt spielen wir erstmal fröhlich hier hin und her, ne? Ja, das Board mitspielt. Das Rush gar nicht so schwer, ne? Aber ich habe jetzt wieder Skill gekriegt. Ich habe über Nacht, ne, kam der ganze Skill zurück. Mount Olympus Elite. Okay. Ja, gleiche Prinzip, ja. Okay. Blau geht hier in lila, was dann in rot geht. Was dann in gelb geht, ne? Also, weit kann ich noch nicht vorausdenken. Ja, ich brauche aber lila. Was passiert denn, wenn ich die blauen hier in Ludwig spiele? Dann ist der lilane hier. Der lilane ist da. Weil ich muss ja irgendwie an 2 lila Matches kommen. Ne, weil wenn ich jetzt den hochspiele und den mache, bringen mir die hier nichts. Dann kann ich hoffen, wenn ich hier spiele, dass da nochmal lila kommt. Das ist aber viel zu viel Bewegung. Deswegen gucke ich gerade, ob hier irgendwas passiert, was ich da machen kann. Das Einzige, was Sinn macht, ist den hoch. Dann habe ich hier ein garantiertes lila Match und vielleicht kommt aber in der Zeit hier unten auch noch was, dass wir den dann runterziehen könnten. Und dann könnten wir hier arbeiten und hätten vielleicht die Chance, das vor Alfrike zu schaffen. Dann machen wir es mal so. Okay. So, jetzt habe ich... jetzt haben wir die Konstellation. Wir können in Ludwig spielen. Wenn ich die spiele, dann geht das hier in Rot und dann geht auch Gelb zusammen und dann löst Alfrike aus. Also dieser Move bringt mir nichts. Ja. Das heißt, ich muss im Endeffekt so spielen. Aber ich glaube, das schaffe ich auch so rechtzeitig gar nicht. Weil ich muss ja dann danach die Gelben spielen, damit ich hier die Lilanen spielen kann. Ja. Ich glaube, diese 3 gelben mit den 3 lilanen, dann ist sie eh geladen. Schwierig. Was natürlich sein kann, na gut, das ist dann jetzt in der ganzen Kombo, ne? Wenn ich diesen Move mache, dass hier unten lila kommt. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn ich das jetzt hier spiele, dann triggere ich nur unnötig Ludwig und es ist unausweichlich, dass sie eh auslöst. Weil ich habe auch kein Blau in irgendeiner Art und Weise, was ich machen kann. Also kann ich eigentlich auch diesen Move machen und hoffen, dass hier Lila nachkommt. Musste dieser Rote da jetzt noch kommen? Okay. Alle bis auf Lepiota.
Ich will eigentlich, das ist aber das dauert 3 Züge, ne? Wie lange ist sie im Abgrund? 4 Züge. Ich kann das hier spielen, ja. Dann geht es in Blau, aber dann ist mein blaues Mana weg. Ich will eigentlich versuchen, so wenig wie möglich meine Farben jetzt zu verballern. Sofern ich sie nicht ghosten kann in der Mitte. Aber das kann ich gerade nicht. Ich kann nur in Albi reinspielen. Und das geht dann auch in Blau und dann ist er wieder geladen. Ich muss noch einen Zug überleben. Dann machen wir das mal so. Kriegt sie das jetzt auch, wenn sie im Abgrund ist? Nein, kriegt sie nicht. Haha. Okay. Sehr gut. So, jetzt machen wir das so. Und so. Okay. Ist in Ordnung. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ich krieg Seeschatten noch an. So, das ist in Ordnung. Alles gut. So, jetzt ist das Szenario nämlich, was ich wollte. Wir machen das hier mal von Ludwig weg. So. Ich kopiere Alfrike und dann gucken wir, was passiert. Okay, Albi. Kann ich rausnehmen. So, und jetzt spiele ich erstmal weiter. Protoss lasse ich. Gibt im Moment noch keinen Handlungsbedarf für Protoss. Ich mache mal die Mutter an. Okay. So. Alfrike weg. Nächstes Ziel wäre die Mutter. Ich hoffe, ich kann sie rausnehmen. Nein. Das ist blöd. Machen wir das so. Okay, sie bringt jetzt Dingens wieder. Aber Alfrike kann ich mit Seeschat killen. Deswegen hebe ich mir Seeschat auf. Hab auch noch Loki theoretisch am Start. Falls Alfrike wiederkommt. Okay, kommt sie nicht. Sehr gut. So. Okay, perfekt. Ah, das war jetzt nicht so cool. Mana Slowdown war jetzt auch nicht so cool, sonst wäre Loki nämlich geladen gewesen. Okay, der Mana Slowdown war jetzt sehr ärgerlich. Okay. Aha. So lange rumüberlegt für fast für nix, ne? Ich habe Mutter Nord, also es ist noch nicht entschieden, dass Proteus für immer weg ist. Tada, da ist er schon wieder. Ich glaube, das werden wir durch Timeout verlieren. Er muss jetzt Bewegung reinkriegen.
So. Ja, okay. Sie widersteht, alles klar. Ja, gut. Da habe ich jetzt keine Zeit mehr für, ja, für dieses Match. Das funktioniert nicht. Schade, es sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und es ist halt irgendwann, ist mir das Board dann abhanden gekommen, beziehungsweise ich habe es nicht irgendwie geschafft, das zu beenden. Ja, gut, okay. Dann können wir rausgehen, das schaffen wir hier nicht mehr. Schade. Schade, es war gar nicht mal so schlecht. Nur ab, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt ist es irgendwie in die falsche Richtung gekommen. Ich würde sagen, das war, als Elisabeth ausgelöst hat mit dem Mana Slowdown. Ich glaube, da habe ich dann die Helden nicht geladen gekriegt. Ja, aber das Problem ist auch einfach die Mutter mit ihrem Kleriker, dass sie immer eigentlich, also gefühlt zu 90% immer wieder steht, ja. So, die Auserwählten, wollen wir mal, ne? Vale. Das schreit eigentlich nach Penyolite. Aber für ihn mache ich jetzt mal was anderes. Für ihn nehme ich jetzt Leonidas und Penyolite mit. Ach scheiße, geht ja gar nicht. Hohlkopf. Also, da war es wieder. Da war es wieder. Die ganze Zeit das Team ist. Vergesse ich, welche Farbe hier überhaupt. Aber wir können aber Grimble mitnehmen. Grimble? Ja, gut, aber ja. Nee, komm. Ich spiele mit dem Team weiter. Penyolite wäre schön gewesen. Oh Mann. Also jetzt werden die Boards wieder so wie gestern im Krieg, ne? Aber es gibt ja keine schlechten Boards. Ja? Das hier ist ein super Board, wenn du Grün und Gelb mitnimmst. Ja? Wir haben halt einfach mit Lila die falsche Farbe genommen. Deswegen können wir uns nicht beschweren, dass es ein schlechtes Board ist. War unser Fehler. Ja? Hätten wir wissen müssen. Das nur mal an diese Fraktion wirklich, die sagt, es gibt keine schlechten Boards. Ihr habt den Durchblick im Spiel. Ihr habt das Spiel durchschaut. So, wir können Loki machen. Kriegen wir hier die Blauen irgendwie zusammen? Nein. Aber wenn ich hier blau spiele, kann ich hier unten vielleicht lila kriegen. Oder auch nicht. Okay, jetzt hab ich zumindest grün. Wenn ich grün und rot spiele, habe ich hier ein lila Match. Dann füttern wir Octross, macht auch bestimmt Bock. Ja, ich wüsste nicht, was ich hier anderes machen sollte. So, kriegen wir jetzt irgendwie ein blaues Match zusammen. Den kann ich nicht rüberschieben. Hier kann ich auch nichts machen. Ich kann die spielen. Dann kriege ich den zusammen hier. Das wäre eine Möglichkeit. Wobei jetzt kommt hier unser Pinguin. Ob ich jetzt unbedingt ihn triggern will. Warte mal, dann spielen wir das so. Jawohl, dann ist sie noch nicht fertig. Okay, sehr gut. Dann gehen wir nur auf einen. Gut, dann holen wir jetzt erstmal Loki. Krampus, Octross. Ich glaube, ich sollte erstmal Krampus kopieren, glaube ich. So, jetzt spiele ich das so. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Er kann jetzt schön auf Loki gehen. Ja, das ist in Ordnung. So, jetzt habe ich meine Lilanen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier was zaubern. So, also Mr. Pengi muss eigentlich raus. Jetzt kommen ganz viele Minions. Da kann ich ihn definitiv nicht gebrauchen.
Die werden wir blockieren. Okay. Und die werden jetzt auslösen. Deswegen hebe ich mir Seeschat auf. Ja, damit ich da jetzt gleich das Verspotten runternehmen kann, wenn ich irgendwas machen. Beziehungsweise ich will ja jetzt was machen. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt auch nicht auslöst. Ausweicht. Damit ich was machen kann. Also, Sir, bitte nicht ausweichen. Danke. Gut. Wir arbeiten weiter an den Lilanen. Musste das jetzt sein? So viel? Okay. So, Mutter Nord. Den Proteus ist wieder. Gut. Ich muss Octros stilllegen. Also ich komme halt nicht wirklich durch, so, ne? Ach, das ist halt... Pengi wird auslösen, also müssen wir wieder Loki kopieren. Er ist halt sehr, sehr mühselig, ja. So, immerhin. Ich glaube, das hält er nicht aus. Haben wir schon gedacht. Ja, machen wir einmal kurz Halleluja ein bisschen. Stopp. Das war jetzt wieder so richtig dämlich, ne? Das war so richtig dämlich, weil ich wollte nicht, dass er auslöst. Genau aus diesem Grund wollte ich das nicht. Ja, Mutter Nord, jetzt hättest du einmal was Gutes machen können. Einmal. Ja. Ach, Mutter Nord. Ja. Ich hätte jetzt einmal gerade Mutter Nord gebraucht. Einmal nur. Einmal nur, dass sie dann wiederbelebt, so wie sie wiederbeleben soll. In dem Moment macht sie es natürlich nicht. Vorher belebt sie immer wieder. Diesmal nicht. Undankbar. Undankbar. So. Gut, ja. Was soll's. Okay. Das ist auch schon wieder so richtig dämlich verteilt, ne? Danke. Ja. War das so? Und so? Und spielen jetzt erstmal hier ein bisschen in der Mitte. Vielleicht ohne in Grabmacher reinzuspielen. Ich will nur in der Mitte spielen. So. Nehmen wir Grabmacher auch mal raus.
Feuer in meinen Sehnern rein. Nehme hier die blauen mit. Ja, das haben wir jetzt gewonnen. Ja, komm, machen wir das mal so und so. Aber siehst du mal, das gerade mit, das war im Endeffekt war die größte Gefahr. Ach so, er ist wieder da, habe ich gar nicht gesehen jetzt. Die größte Gefahr war Mr. Pengi gerade, ne? Und da hast du einfach gesehen, das ist genauso wie ist im Endeffekt ein neuer Rush Hell. Du stellst einfach nur Minions dahin. Und Mr. Pengi macht dann schon. Ja, das sind so Helden, die sind, wenn du sie alleine spielst, total die Flaschen. Ja? Und er sniped halt richtig auf einen drauf, ja. Aber alleine ist er eine Flasche. Aber wenn du halt wirklich dann nur Minions dahin stellst, oder Minionmacher, wird er auf einmal, geht er in den Gottmodus rein, weißt du? Das ist, manche Helden sind von Natur aus einfach im Gottmodus schon, ja. True Evil zum Beispiel. Egal welcher Modus, du musst ihn halt nur an den Start kriegen. Gibt da noch andere. Aber das ist halt so immer so das Ding, ne? Und manche werden halt richtig gefährlich in bestimmten Kombinationen. So ein Odin, der haut eigentlich alleine wie eine Wurst zu. Ja, das ist nicht viel. Aber wenn der halt, wenn vorher ein Morell oder eine Frick war, dann ist er auf einmal richtig. Der krasse Typ, der alle rausballert, weißt du? Und das ist so der Unterschied zwischen Helden, die in der Kombination gut sind und manche, die einfach nur dämlich overpowered alleine schon. Deswegen, das ist immer so ein bisschen das Problem bei diesem Spiel. Manche Helden versauen halt auch einfach einen kompletten Modus, ja? Das kommt auch dazu. So, ja, was soll ich sagen? Vale, Glückwunsch. Ja, da hast du im entscheidenden Moment Glück gehabt. Ich glaube, wenn die Mutter am Ende vielleicht noch die Leute wiedergebracht hätte, oder, ja gut, sie hätte schon alle wiederbringen müssen, ne, um das zu gewinnen. Also das war, ja, es hat genauso funktioniert, wie du es wolltest mit Minions und Pengi, ja. Sitzer machen. Aber das Startpot war jetzt auch nicht so prickelnd. Wäre das besser gewesen, hätten wir vielleicht eine bessere Chance gehabt, aber so, hast gut gemacht. Gute Diff. Also, ja, ist eine gute Diff, ist aber auch für den Gegner eine richtige Drecks-Diff, ne? Also richtig, richtig scheiße. So, da brauchst du halt auch dann keine, das ist auch so eine Sache, wenn du lila Tank stellst, du brauchst mittlerweile eigentlich nicht mehr Alfrike für Rush, sondern du kannst jetzt auch Bera für Rush nehmen und dann einfach, wenn du Mr. Pingy hast, den dazustellen. Bera im Rush ist jetzt, kann man gut kontern so, ne? Aber wenn er halt dann rauslöst, dann konterst du da nichts mehr. Interessant, wir haben es gesehen, wenn ich, als ich den Run gemacht habe zu Global One, wenn man Geld mitnehmen kann, ne? Leonidas, Pignolite und dann steht hier von denen keiner mehr. Vielleicht noch der eine, den ich nicht mit Leonidas vorher treffen konnte. Aber dann ist halt auch vorbei. Oder Grimbel nimmt er halt auch komplett raus. Hätten wir vielleicht Grimbel mitnehmen können? Ob man es gewonnen hätte, damit weiß ich. Keine Ahnung. Dann machen wir noch eben den einen PvP hier. Habe ich hier? Da ist noch einer. Lord of Darkness. Oh, Ferrand. Gegen Ferrand habe ich gestern verloren. Nee, das nehme ich nicht. Ja, ich will eigentlich. Wo ist es denn? Hier, nehmen wir das Team, komm. Okay, war anscheinend eine gute Wahl, das Team zu nehmen.
Gut. Na, gehen wir hier rüber. Weißt du, was das Faszinierende ist? Als Ruby rausgekommen ist, haben alle über Ruby gesprochen. Boah, voll geil, voll stark, dritte Aufladung, ist unfair und hier und da und dort. Dann kam wieder die Allianz-Quest, die neuen Helden und keiner redet mehr über Ruby. Da siehst du mal, wie schnelllebig dieses Spiel ist. Boah, kaum hast du Ruby gelevelt, bist stolz auf die, kommen direkt schon wieder andere Helden und du denkst dir, brauche ich die jetzt überhaupt noch? Ist übertrieben gesagt, ne? Aber siehst einfach, wie krass schnelllebig dieses Spiel ist. Kaum hast du einen Helden gelevelt, hast du schon wieder zwei andere, die besser sind. Oder nicht besser, aber vom Verhältnis her genauso stark sind oder jetzt dann in aller Munde sind, so ungefähr. Ganz, ganz ratzfatz. Und meine Beute ist extrem scheiße geworden. Ich dachte, die hätten die Beute ein bisschen erhöht. Aber ich krieg null. Ich habe gestern eine elementare Kiste gehabt, hat man ja gesehen, ne? Das Beste, was drin war, waren 30 Embleme. Ich hatte drei Silbermünzen und sonst nur Scheiße. Gerade einen seltenen Titan gehabt, einen Kompass und 30 Embleme. Ich dachte, da hätten die irgendwas gemacht, aber anscheinend doch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. So, also. Rush geschafft. Ja, ne, Vale gönne ich den Sieg. Bringt mir jetzt, ja, hätte mir jetzt nicht mehr viel hier gebracht. Also ich weiß nicht. Rex Blanco hat alle gewonnen. Respekt. Er auch. Ah, zwei Alfrike helfen schon, ne? Gut, aber wie gesagt, Vale gönnen wir's. Ah, der ist mir irgendwie irgendwo in einer Sekunde ist er mir entglitten hier. Naja, gut. Okay, also ich denke, Top 5 wird sein. Für Rush in Ordnung. Ja, das größte Experiment, das, was mich am meisten freut, ist, oh nein. Oh nein. Jetzt habe ich es gesagt. Ist Tree Evil mit A-Defensive. Top. Ja, das macht mir am meisten Spaß. Gut, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.